Kannst du endlich mal ein bisschen aufholen, bitte? Ich hol doch auf. Du holst mich nicht schnell genug auf. Oh, wir sind schon auf 7 Kilometer. Das finde ich so cool, jetzt ist man auch nicht. Ja, schaffen. Genau. So, ey, hol mir schneller auf. Ja, auf einmal so fliegen wir um den Mond. Ja. Das sieht ab ziemlich komisch aus. Wettrennen zum Mond. Okay, jetzt ab 7 Kilometer streikt mein Ausbilder. Nee, ich fliege auch nur noch 240, okay. Kein Wunder. Guck mal, da gibt's eine Stadt bei, auf der Grenze von E14 und F14, die heißt Sandwich. Ciao. Nee, ich kann gerade nicht. Ich guck lieber dich an, wie du probierst aufzuholen. Drück M, dann siehst du es. Ich muss M gedrückt halten. Warte, zwischen welchen? E und F14. Sandwich. E und F14. Sandwich. Stimmt. Such Eastburn, weil da war ich auch vor ein paar Tagen in der Klassenfahrt. Okay, ich muss ein bisschen schneller werden, weil ansonsten kann ich jetzt meine 20 Grad nicht mehr halten. Oh, ich fliege etwas, ich würde etwas höher als 20 Grad. Okay, jetzt nur noch, ich steige jetzt nur noch mit 15 Grad erstmal. Okay, kann es irgendwie sein, dass jeder in unserem Team eine BF 109 hat? Ja, absolut jeder in unserem Team hat eine BF 109. Abgesehen der von dem... Wir kämpfen gegen einen Bomber und drei Bowfighter und naja... Anscheinend 2-3 Spitfires. Boah, weißt du das? Ich gucke auf die Map und ich sehe das einfach. Also ich erkenne es an den Flugzeugen. Wir haben 4 Maschinen, die 2 Propeller sind. Und davon sind bestimmt 3 Stück Bowfighter. Der eine blau ist irgendein anderer Bomber. Und wahrscheinlich sind es alles andere Spitfires, abgesehen von der KI. Und was machen wir auf 8,3 Kilometer, bitte? Was? Was machen wir? Frage ich mich ja gerade ab. Okay, wir können mal ein bisschen sinken. Zum Mond! Okay, wir können mal so auf knapp 6000 Meter wieder sinken. Und dann reißen wir wieder die Flügel ab. Nein, tun sie nicht. Ich kann bis 2 Kilometer diesmal fallen. Ich hoffe, wir reißen nicht die Flügel ab. 700. 800. Okay, ich fange schon wieder an hochzuziehen. Okay, ich bin unter 6 Kilometer. Okay, 6 Kilometer, 6 Kilometer, 6 Kilometer. Fliegst fast in die andere BF 109 rein. Was, die wirklich? Nein, die ist 8 Kilometer weiter entfernt. Okay, mich regt langsam auf, dass ich ein einziges feindliches Flugzeug sehe. Oh, doch, rennt ein Bowfighter. Sag ich doch, da, wir haben die am Bowfighter. Fliegen wir zu Bowfighter. Weil das ganz alleine. Der ist 12 Kilometer entfernt, scheiß drauf. Die BF 109 kümmert sich um den. Trotzdem, ich gehe trotzdem hin, weil ich will einen Kill haben und wir sind ziemlich schnell, würde ich sagen. Also ich fliege fast mit 700 dorthin und die Kilometeranzahl sinkt so rapide. Bei mir auch. Bei mir auch. Auch wenn wir natürlich gleich unser Höhenvorteil verlieren, aber trotzdem vielleicht nicht. Naja, gleich haben wir verlieren. Was? Vielleicht werde ich dann auch gleich mal landen und vielleicht einen Punkt einnehmen, dass wir überhaupt eine Base haben. Wir können auch zurück nach Frankreich fliegen. Ja, das können wir auch. Dann landen wir so im Wasser und holen unser Ruder aus dem Handschuhfach und rudern rüber. Na, daneben. Oh, wie schlecht du bist. Ja. Schämst du dich nicht? Ja. Jetzt bin ich dran. Scheiße! Bin fast reingeflogen. In wen? In die Bowfighter? Ja. Den hübschen Kämpfer. Oh mein Gott, die Bowfighter so am Ablosen gerade. Ja. Weil hier 4 Flugzeuge sind Single. Danke, dass du mich fast abschießt. Ich schieß nicht auf dich. Hab Treffer bekommen. Oh, du bist direkt hinter der und triffst nicht. Halt die Fresse. Wahrscheinlich der Pilot da drin panisch. Ja, wahrscheinlich so. Links, rechts, warum bin ich der Einzige von hier? So, die anderen trinken noch Tee. Ja, sind halt Engländer. Jetzt komm. Den erwisch ich. Oh, Alter, treff mich nicht. Treffer. Ich habe auch schon die ganze Zeit Treffer bekommen. Haha. Oh, das ist der Wellington, das ist der Bomber. Stimmt, die Wellington, das war der britische Bomber.
Oh, da ist eine Überlenken. Willst du die holen? Ja. Okay, ich kümmere mich weiter um die Baufighter. Anscheinend ist ja auch die Hackgunner schon die ganze Zeit tot, also. Wow, die Kanzel schießt auf mich. Was? Wirklich? Ja. Ah! Ich bin unter ihm. Boah, was? Das war kein Hit? Ich bin toll. Oh, pass auf. Sie schießt auf dich, die Baufighter. Oh mein Gott! Der Baufighter auch. Oh mein Gott, die Kanzel, der Scheiß. Wellington, die trifft mich. Ja, die ist ziemlich genau. Ohne Witz, wie viel Schüsse will denn die Baufighter noch von mir? What the fuck, warum dreh ich mich? Wetten die Wellington, genau. Der Bomber Wellington zieht mich wieder ab von der Bande. Oh, ich hab ihn zerstört, den Baufighter. Oh, da oben ist ein Typhoon, aber ich kümmere mich jetzt mal um die Wellington. Nein, kein Typhoon. Stützt sie ab. Nein, glaub nicht. Das wäre zu einfach. Noch 3 Kanonen-Rounds. Und ich hab sie nicht verwandelt. Dann lande mal. Nee, ich hab ja noch andere. Schießen die Kanzeln auf dich? Nö, ich hab sie ausgeschaltet, die Kanzeln. Wirklich? Ja. Ich hab einen kritischen Treffer. Heck wurde beschädigt. Und ich bin so gut wie out of armor. Abschusshilfe, okay, kleiner Arschloch. Ja, ich hab... Wo bist du hin? Oh mein Gott, wir sind jetzt umzingelt. Hier sind Nimrod und Fury. Oh Gott, und ich hab kaum noch... Die kamen aus dem Nichts, es waren Lockvögel. Ja, wahrscheinlich. Ich muss jetzt aber zu Base zurückfliegen. Ah nee, das sind Doppeldecker. Komm, die holen wir uns noch. Das ist KI. Ich hol mir jetzt das Spitfire. Einfach nur, weil ich es hasse, dieses Flugzeug. Ja, ich hasse auch die Spitfire. Okay, ich probiere dir doch dabei ein bisschen zu helfen, aber wie gesagt, ich bin so gut wie out of ammo. Oh, ich hab noch einen kritischen Treffer bekommen. Kontrolle über das Heck verloren. Lass mir den Kill, Alter. Ich werd eher angeschossen. Von anderen Spitfire. Okay, die Spitfire stürzt ab. Da ist die andere. Okay, Spitfire getötet. Oh, schon 2 Kills. Jetzt kannst du dir... Jetzt kann ich mich eigentlich in Ruhe töten lassen. Ruhe. Ich hab hier ohne Witz, ich hab nur noch vielleicht so 200 MG-Rounds. Weiter. Ohne Witz, noch 200 MG-Rounds. Lassen. Ich weiß nicht, ob sie meinen Flügel getroffen hat, aber ziemlich knapp vorbei, aber ich habe sie auch nochmal einmal angehittet. Wen? Die Spitfire. Ach, du kämpfst auch noch gegen die, okay. Oh Gott! Ah! Die rächt sich. Okay, ich habe noch 3 Kugeln. Bam, bam, tot! Wäre lustig. Wenn ich das mache, ohne Witz, dann bin ich Pro of Spitfire. Pro of the Year. Oh, die ist fast abgestürzt. Ärgerlich. Ah, da kommt die Nimrod. Oh mein Gott, ich stürz ab. Das war meine Schuld. Ich hab jetzt einfach bloß... Ah, die Spitfire ist wieder hinter mir. Ja, es war gerade einfach, tut mir leid, es war gerade meine Schuld. Ich bin einfach gerade zu tief geflogen. Aber ich habe 2 Kills gemacht, also ich kann mich beruhigt in Ruhestand verabschieden. Oh, du auch? Das Flügel haben sie getroffen. Konnt echt nicht gesteuern, das? Nein, ich hatte keinen Auftrieb mehr. Wahrscheinlich haben sie mir sogar das Headlightwerk abgeschossen. Na gut, machen wir mal Mission beenden. Wir kriegen übrigens trotzdem das Geld. Ja, ich weiß. Nee, ich weiß. Ja, ich weiß. Okay, tut mir leid. Ja. Du musst mal so nah zu der Dings, der Professor. Tut mir leid. Oh, ich bin Erster. Ja, momentan noch. 18.000 Lions habe ich bekommen. Nee. Ach, mit Premium Account hätten sie 27.000 Lines bekommen. Oh, danke schön. Fixe. Können jetzt Left 4 Dead spielen. Du willst jetzt Left 4 Dead spielen? Ja. Ich will endlich mal irgendwas treffen. Ach so. Okay, ich bin mit Left 4 Dead.